Yippie, 25.000 Mundräuber. Das ist eigentlich eine tolle Zahl. Sie erinnert mich allerdings auch an eine andere, sehr viel traurigere Zahl. 25.000 Menschen sterben jeden Tag auf dieser Welt an Hunger. Und das ist schon ein, ja, man könnte sich jetzt fragen, gibt es einen Zusammenhang? Gibt es leider schon, weil natürlich dieses Ernährungssystem, so wie es auf der Welt existiert, ist inzwischen sehr eng verbunden über die Weltbörsen. Also wenn wir mehr wegwerfen, dann wird das irgendwo anders auf der Welt, gibt es mehr Nachfrage und sorgt für höhere Getreidepreise an den Börsen. Also es ist nicht so, dass wir mit unserem Wegwerf, mit unserer Verschwendung die Hungerkrisen alleine auslösen, aber wir verschärfen sie. Und da sind solche Initiativen wie Mundraub, die sich darum kümmern, dass Obst nicht an den Bäumen liegen hängt, ein wichtiges Gegengewicht. Jetzt nicht nur um Tonnen an Obst zu retten, sondern es geht ja auch um einen mentalen Wandel, also sprich, das Essen wieder wertzuschätzen. Und in diesem Sinne, 25.000 Mundräuber sind ein tolles Zeichen und ein Zeichen für Hoffnung. Danke.